Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch, wie laut die Stille schreit, von Stunde 0 in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wie laut die Stille schreit von Stunde 0, das Ganze erscheint am 29. Januar. Die Box zu diesem Release, zu diesem Album, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und heute schauen wir uns die Vinyl Edition an. Als allererstes werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien. Einmal hier aufschneiden. So. Und dann schauen wir mal, dass wir die Folie hier abmachen. Wunderbar. Also, das ist die Vinyl Edition. Oh, da kommt uns schon der Inhalt entgegen. Also, das Ganze hier im gleichen Design wie auch die Box. Das Cover hier in schwarz gehalten, hier hinten dann so eine dunkelgraue Wand und im Vordergrund hier dieser orangene, knallige Luftballon, der hier mit Stacheldraht umwickelt ist und auch an Stacheldraht festgemacht ist. Stunde 0, wie laut die Stille schreit, lesen wir hier unten. Es ist das dritte Album der Band. Auf der Seite ist das Ganze auch nochmal beschriftet. Hier lesen wir Draka Entertainment, das ist das Label. Und dann hier etwas schwächer, ist schwierig zu lesen. In der Mitte steht noch Stunde 0, wie laut die Stille schreit. Und hier unten nochmal die Katalognummer. So, auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Das sind die 12 Tracks des Albums. Dann haben wir hier noch die Logos der Labels und natürlich einen Barcode. Gut, dann schauen wir rein. Das Ganze ist ein Gatefold, lässt sich also einfach aufklappen. Allerdings haben wir hier die Vinyl eingelegt, schwarze Papierhülle und nicht im Gatefold verstaut. Schauen wir uns gleich an. So, die erste Seite, also das erste Fach, das ist hier zugeklebt. Hab mich gerade gewundert, warum man hier ein Gatefold hat bei einem Album, das hier auf eine Vinyl gepasst hat. Also der Teil hier ist verklebt. Und hier dann entsprechend offen. Also hier kann man dann die Vinyl verstauen. Im Innenleben dieses Gatefolds haben wir hier ein Bandfoto. Die fünf Herrschaften der Band. Alle fünf hier mit Gasmasken abgebildet. In der Mitte dann wieder der orangene Luftballon zu sehen. Und hier der Stunde 0 Schriftzug. Hier unten haben wir dann noch einen QR-Code, um das Booklet zu sehen. Also wenn man diesen Code einscannt, dann kommt man zu einem digitalen Booklet, das hier eben sonst nicht abgedruckt wurde, sondern hier mit diesem Code dann erreichbar ist. So, jetzt schauen wir noch hier rein, aber ich glaube, ja genau, hier ist sonst nichts weiter drin. Wie gesagt, diese Stecktasche ist dann frei, um die Vinyl darin zu verstauen. Die Vinyl kommt hier in einer schwarzen Papierhülle. Holen wir mal raus. So, die Vinyl ist klassisch in schwarz gehalten. Bei dem Cover oder bei dem Artwork generell hätte es sich natürlich auch angeboten, das Ganze in Orange zu machen, aber in diesem Fall hier klassisch in Schwarz. So, das ist die A-Seite. Auch hier in der Mitte wieder der Luftballon zu sehen und auf der Rückseite dann die B-Seite. Also 12 Tracks, vermutlich dann 6 auf der A und 6 auf der B. Geht hier aus der Mitte leider nicht hervor, also hier ist nichts weiter beschriftet. Wir packen die Vinyl wieder zurück in die Papierhülle und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl mit A- und B-Seite, 12 Tracks hier mit drauf und das kommt hier in diesem Gatefold. Jawohl, also das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, wie laut die Stille schreit von Stunde 0. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Stunde 0 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.